Werte Zuschauer, ich begrüße Sie Punkt 11.10 Uhr nun zu dem krönenden Abschluss der heutigen Session Betriebsfestigkeit unseres 14. Anwendertreffens hier bei im Hause Kistler, und zwar zu der Podiumsdiskussion. Wie schon erwähnt, wird diese zwischen mir und unseren Vortragenden, Herrn Dr. Becher von IPW, Herrn Jacke von LBF und Herrn Dr. Müller aus unserem Hause und der Herr Lorenz Nicola, der mich jetzt hier in unserem Raum dazugestoßen ist, führen. Zu Ihrer Information, da wir ein kleines bisschen Verbindungsprobleme haben und möglicherweise ist die Leitung nicht breit genug, sprich die Schläuche zum Dämpfer sind nicht weit genug, um den Bezug auf den ersten Vortrag zu nehmen, kann das sein, dass wir zwischenzeitlich eventuell die Kameras stumm schalten werden, aber nur das Bild, das Audio läuft natürlich weiter, damit Sie die Diskussion lauschen können. Das nur am Rande des Technischen. Gut, an dieser Stelle möchte ich mit die Diskussion eröffnen mit einem Thema, was wir vorgesehen haben, was aber noch im Laufe des Tages recht kurz gekommen ist, und zwar die Elektrifizierung. Wir haben uns das Thema nicht von ungefähr ausgesucht und den Vortrag von Herrn Herrlein eingeladen, denn Elektrifizierung ist ein wichtiger Megatrend in der Automobilbranche. Und ich möchte die erste Frage an dich, David, stellen. Wie erlebst du denn du dieses Thema in deiner täglichen Arbeit, in der Diskussion mit den Anwendern? Hallo nochmal von meiner Seite her. Wie erleben wir das in den Rücksprachen mit den Kunden? Wir stellen immer wieder fest, dass es gibt natürlich Herausforderungen. Auch unsere Applikationsspezialisten oder unsere Kollegen bei uns in der Werkstatt durften diese Herausforderungen in den letzten Monaten kennenlernen. Also wir haben die eine oder andere Herausforderung auch schon gemeistert, gerade bei den elektrifizierten oder elektrischen Fahrzeugen im Rahmen der Fahrzeugaufrüstungsprojekte, die wir hier auch bei uns am Standort in Sindelfingen machen, wie auch in Wolfsburg. Und dadurch konnten wir uns in Gänze sozusagen ein umfassendes Know-how auch aneignen, das wir in den Projekten immer wieder auch einfließen lassen. Aber nicht nur wir an für sich lernen die Herausforderungen kennen, auch unsere Produkte werden permanent an die neuen Anforderungen, die uns vom Markt sozusagen herangetragen werden, auch angepasst. Ein kleines Beispiel dazu, unsere Messräder auf DMS-Basis oder jetzt so elektrischer Natur, die beziehen sich ja bei jedem Projekt sozusagen einer Neuordnung, wenn man sich das so überlegt, dass die elektrischen Fahrzeuge, die Achsmodule, die sind ja von ihrer Dimensionierung her völlig anders als bei einem Standardfahrzeug oder so das Serienfahrzeug, was wir eben kennen. Und da ist eben der Vorteil, dass wir ein flexibles, ein modulares System haben und das lässt sich da wunderbar auch integrieren in die Achse und so sozusagen an diese Anforderungen, gerade hinsichtlich der Geometrie, auch anpassen. Und dabei ist eben auch unter Berücksichtigung eben der Leichtbauweise, was ja bei Elektrifizierung ja relevant ist, dass wir mit unserem Messradgewicht auch sehr nah an diesem Seriengewicht sind von der Standardfelge und dadurch erhöht sich entsprechend auch die Signalgüte. Unser Ziel ist es eben immer, dass wir allein mit den Rohsignalen noch weiterarbeiten können, was auch mit den Rädern möglich ist. Genau. Also wie man merkt, nicht nur an uns, sondern auch an die Produkte haben wir ständig neue Herausforderungen. Ja. Vielen Dank für die Ausführung. Das war also sich Kistler. Ich möchte jetzt den Herrn Dr. Müller, Viktor, fragen. Viktor, du warst einige Jahre bei Audi tätig und die deutschen OEMs sind natürlich am Puls der Zeit, was die Elektrifizierung angeht. Wie hast du das Thema erlebt im Betriebsfestigkeitslabor in Ingolstadt? Ja, der David hat es ja schon ausgeführt, wie die aktuelle Situation ist. Auch an so einer traditionellen, eher traditionell geprägten Disziplin mit Betriebsfestigkeit gehen solche Trends nicht vorbei. Ja. Die neue Antriebe, neue Antriebskonzepte, die wirken sich unmittelbar auf die Parameter der Betriebsfestigkeit aus. Das wären zum Beispiel Massenverteilung aufgrund von einem neuen Teil, wie in so einer Batterie, Elektromotor vorne, hinten,
Sowas geht natürlich nicht vorbei an, sondern an der Betriebsfestigkeit. Das sind einerseits die Teile, die andererseits ist das Verhalten der Teile. Ja? Das heißt, ein Elektromotor hat eine ganz andere Kennlinie als ein Verbrenner, was wiederum auf die Achse eine Auswirkung hat und so weiter. Auf die Lage, auf die Motorlage. Also ich würde sagen, Elektrifizierung ist ein wichtiges Thema, gerade auch in der Betriebsfestigkeit. Vielen Dank für diese Einschätzung. Ich glaube, das wird uns jetzt auf Jahre lang begleiten. Da gehe ich fest davon aus. Ich möchte jetzt Bezug nehmen auf den gestrigen Tag und dir, Viktor, eine Frage stellen, die etwas vielleicht kontrovers klingen mag, denn wir haben gestern viel über Daten gesprochen, Datenqualität, aber auch Datenquantität. Und das heute auch wieder ausgeführt. Daten muss man handeln können, irgendwie automatisieren. Man muss damit umgehen können, damit sie einen nicht erschlagen. Und ich frage an dieser Stelle, ja, haben wir denn nicht schon alles gemessen? Braucht es denn immer noch so viel Daten? Ja, die Frage ist ja eher so rhetorischer Art. Ja. Auch gestern wurde die Frage schon beantwortet. Nicht eindeutig, aber sie wurde beantwortet. Und zwar, natürlich brauchen wir noch weitere Daten. Ziel ist es ja immer noch, auf den Punkt auszulegen, wenn wir neue Technologien haben, wenn wir neue Applikationen haben, dann müssen die vermessen werden. Wenn wir uns beziehen auf den Vortrag von Herrn Ahlfeld, wo das neuronale Netz geführt wurde an drei verschiedene Manöver, Lenkwinkelsprung, Dynamikmanöver, und dann extrapoliert wurde auf ein Slalomfahrt, dann sieht man, hat er schön dargestellt, ein Vertrauensintervall, wo er in den Spitzen ein relativ hohes breites Band hatte. Und da kann man sich die Frage stellen, als Ingenieur, vertraue ich den Daten dann noch oder nicht? Ja, und wenn ich denen nicht vertraue, muss ich messen. Also wir haben, ich fasse zusammen, wir haben viele Daten, aber nicht genug von vertrauensvollen Daten. Auch so könnte man das formulieren, glaube ich. Um an die Frage aus dem Chat nochmal zurückzukommen, Messung und Simulation, also die Virtualisierung. Wir erleben das auch in den messtechnischen Aufgaben unserer Anwender, die wir mitbekommen, dass natürlich viele Tests auch dazu dienen, natürlich die Modelle entsprechend zu parametrisieren, zu quantifizieren und dass viel Arbeit natürlich im virtuellen Raum stattfindet. Eine Frage an dieser Stelle an Herrn Dr. Becher von IPW. Ihre Arbeit ist natürlich sehr stark versuchsorientiert, aber wie erleben Sie denn das Zusammenspiel von Versuch und Simulation? Ja, da fragen Sie im Falschen, weil wir tatsächlich nur Versuchsarbeiten machen. Aber natürlich weiß ich auch, was simuliert wird. Also ich spüre es nicht. Wir haben nach wie vor gut zu tun mit Versuchsaufgaben. Und ich erkläre mir das auch damit, dass eben viele Daten zum Speisen von Simulationsmodellen natürlich genutzt werden. Auch Modelle mit künstlicher Intelligenz, wie wir gestern von dem Dr. Ahlfeld und auch heute von Herrn Jackel gehört haben, brauchen viel Input und müssen trainiert werden. So, und diese Inputdaten müssen natürlich versuchstechnisch erstmal ermittelt werden. Und wir sind in der IPW so unterwegs, dass wir so kleinere Umfänge eben nur bearbeiten, wo sich Simulationen, meine ich, nicht lohnen, weil die Aufgabenstellungen sind immer anders. Und wenn ich erst ein Modell erstelle und die Messungen dafür mache zum Validieren, dann habe ich die Messung schon und der Job ist erledigt. Also das lohnt sich natürlich nur, wenn man jetzt immer wieder die gleichen Sachen mit Parameterstudien nachbilden möchte. Also auch aus Ihrer Sicht, wir haben definitiv noch nicht alles gemessen. So höre ich das heraus. So ist es. Und es gibt immer neue Aufgaben. Das freut uns natürlich außerordentlich, denn neue Aufgaben, Herausforderungen, neue Lösungen, die unsere Anwender brauchen, dafür steht auch unser Haus da, um diese zu meistern. Aber ich möchte vielleicht noch einmal um das Thema Virtualisierung aufgreifen, denn heutzutage spricht jeder von einem Digital Twin. Jedes Bauteil braucht ein Digital Twin, also ein Abbild dessen in dem virtuellen Raum. Glauben Sie, Herr Dr. Becher, dass wir ein Digital Twin vom Messrad, dass wir ein virtuelles Messrad gebrauchen können? Also beim Radreifen, also das Rad ist, der Reifen ist ja wahrscheinlich das am meisten unterschätzte Produkt im Automotive-Bereich.
Es ist ein sehr komplexes Bauteil und es gibt ja Ansätze auch, die Funktion Felge, Reifen zu vereinen. Da wurde was vorgestellt im letzten Jahr, wo zum Beispiel Federungseigenschaften vom Reifen in die Felge verlagert wurden durch Elastizitäten darin. Das heißt, die Aufgaben wurden ein bisschen getrennt zwischen Kraftaufbau in horizontaler Richtung und Federung zwischen Reifen und Felge. Sowas muss man sicher dann auch simulieren können. Ob man jetzt das Messrad virtuell darstellen muss, es ist ja eigentlich nur ein Werkzeug, ne? Also das würde ich erstmal nicht so sehen. Okay, vielen Dank für die Einschätzung. Sie haben wunderbar die Überleitung zum Thema Reifen, Radreifen hergestellt. Auch ich meine, dass virtuelle Modelle von Reifen ein riesiges Forschungs- und Anwendungsgebiet ist, auch von vielerlei Messtechnik. Und hier die Frage an den Herrn Jackel von LBF, weil LBF beschäftigt sich seit eh und je mit Rädern, der ZWAP, also die zweiachsige Prüfung wurde dort entwickelt in den 80er Jahren und so weiter. Das ist schlechthin die Kompetenz dort. Wie erleben Sie dieses das Phänomen, was Herr Becher angesprochen hat, das Zusammenwachsen von Eigenschaften von Rad und Reifen in Ihrer Arbeit? Also vor allem muss man wirklich die jetzt schon großen, also starken vorhandenen Einflüsse vom Reifen, wenn sich ja dann oder von den Reifeneigenschaften, die man jetzt schon hat, werden sich ja noch verdeutlichen beziehungsweise halt stark verschieben. Wir hatten auch vor 2-3 Jahren mal ein Projekt, da hatten wir einfach nur unterschiedliche Reifentypen auf Messräder gezogen, 4 verschiedene Reifen an jeder Position eine und die dann durchrotiert und immer die gleiche Strecke gefahren. Da waren dann Schädigungseinträge so knapp Faktor 2 vom Unterschied her. Das ist dann schon was wir wirklich berücksichtigen wollen. Das war halt im Speziellen nochmal der Fall normale Reifen zu Runflat-Reifen. Das war der große Unterschied, der auch ja jetzt aktuell noch gar nicht so berücksichtigt wird. Natürlich wird es interessant, wenn man da wirklich Radkräfte und die Komponenten und die Auslegung eben von kombinierten Rädern, die gezielte weiche oder geringe Steifigkeiten ausweichen, wird auch Betriebsfestigkeit sicher auf jeden Fall mal interessant, auch ob aktuelle Konzepte dann überhaupt funktionieren oder wie sie eben angepasst werden müssen. Wird auf jeden Fall eine Herausforderung sein. Ja, ja, ich meine, das hat auch im ersten Vortrag Herr Dr. Becher gezeigt, eben mangelnde Dämpfung, sei das im Reifen oder im Dämpfer, jetzt davon abgesehen. Und schon ist die Eigenfrequenz angeregt und schon sind die Schädigungsamplituden gehen hoch und entsprechend die Schädigungs Einträge in die Bauteile werden auch gesammelt. David, hast du eine Frage in die Runde? Eine Frage an den Herrn Becher. Sie hatten ja während Ihres Vortrags auch eine Frage aus dem Publikum. Da wurde gestellt, oder die Frage gestellt, ob auch die Reifenungleichförmigkeiten mit untersucht wurden. Ihre Antwort lautete, dass Sie quasi im Rahmen Ihrer Untersuchung diese Reifeneigenschaften nicht mit untersucht haben. Jetzt würde mich interessieren, würde Ihnen also der heutige Zeit ist ja auch dieses Tire Modeling ja auch in aller Munde, es gibt entsprechende Reifenmodelle. Wie schätzen Sie das ein? Würde Ihnen für die weitere Untersuchung im Rahmen Ihres Projektes solch ein Modell nützlich sein? Wie schätzen Sie das ein? Ja, sicherlich. Also wir haben es nicht ganz richtig beantwortet worden von mir wahrscheinlich. Wir haben die Reifenungleichförmigkeit schon gemessen. In dem Frequenzbereich, den ich auch gezeigt habe. Es war jetzt nur nicht der Schwerpunkt der Untersuchung. Wir hatten in einem früheren Projekt das schon mal gemacht, was man sonst auf dem Prüfstand macht, auf der Straße gemessen mit einer Messnarbe und sind da schon zu recht guten Ergebnissen gekommen. Aber wie ja schon oft erwähnt wurde, sind solche Versuche doch immer aufwendig und Teststrecken müssen gefunden werden. Von daher, wenn man diese Informationen als Futter nehmen könnte für ein Modell für weitere Parameterstudien, das wäre sicher sehr, sehr hilfreich. Im Pkw-Bereich ist auch die Reifenungleichförmigkeit ein großes Thema jetzt wieder geworden, muss man sagen. Okay, das heißt, es würde Ihnen quasi schon weiterhelfen. Natürlich setzt es voraus, dass man dann entsprechend mit
gegeben der Technik, wie zum Beispiel ein Messrad oder eine Messnarbe, sozusagen entsprechende Daten auch einfährt, um so ein Modell auch zu füttern. Ja. Okay, ja, vielen Dank von meiner Seite her. Jakob, hast du noch eine Frage? Ich würde vielleicht abschließend noch eine Frage an Herrn Jacker stellen. Wiederum eine etwas rhetorische Frage, eine These, wo ich gerne Ihre Meinung abholen möchte, weil Sie haben heute wirklich wunderbar gezeigt, die KI in der Betriebsfestigkeit, die gibt es. Und die, ich glaube auch fest daran, dass es die auch zukünftig, dass die deutliche Rolle übernehmen wird. Und nun haben wir in der Vergangenheit sag ich mal, den Zwist zwischen den Versuchsleuten und den Simulanten gehabt in der Betriebsfestigkeit. Die üblichen Thesen, wer misst, misst, misst. Und die bunten Bilder der Simulanten, na gut, davon hat jeder Versuchsingenieur auch seine eigene Meinung. Wie schauen Sie denn auf das Thema Big Data? Denken Sie, wir werden da genauso einen Zwist haben oder wird das eine große Hilfe für uns sein zukünftig? Ich glaube, es wird eine Hilfe in der Hinsicht sein, als dass man es als ja, weiteres Tool sehen kann, um mehr über das Nutzerverhalten rauszufinden. Also insbesondere die Fahrereinflüsse. Das heißt, wenn man möglichst viele Fahrzeuge mit gegebenenfalls auch einfacher Messtechnik ausstattet und validiert das dann gegen die mit Messrädern und so weiter durchgeführten Messfahrten, lässt sich dann ein Eindruck gewinnen, wie wird denn das Fahrzeug wirklich eingesetzt und wie groß ist der Fahrereinfluss? Oder auch dann noch weiter gedacht, wie ändert sich der Fahrereinfluss und die Belastung, wenn autonomes Fahren dazukommt? Kann dadurch vielleicht leichter gebaut werden, weil die Beanspruchungen sinken. Also halt so diese ganzen Fragestellungen, wo man halt unheimlich viele Daten braucht und deshalb wirklich als gutes Werkzeug dienen kann. Also ich interpretiere jetzt die Antwort, dass letztendlich der Versuch mit der Simulation und mit den Daten leben werden muss. Und es muss einhergehen, ja. Es muss einhergehen und es wird auch Datenspezialisten in den Betriebsfestigkeitsabteilungen geben. Davon bin ich auch fest überzeugt. Und ich halte das jetzt für so einen schönen Abschluss. Auf die Uhr gucken, 11:27 Uhr, diese Diskussion. Ich glaube, nicht nur Simulation, nicht nur Versuch, sondern auch die Daten werden uns in der Betriebsfestigkeit die Zukunft weisen. Und das ist super spannend. Ich freue mich darauf und möchte mich an dieser Stelle bedanken für diesen kurzen, aber doch interessanten Meinungsaustausch. Herr Dr. Wäscher, Herr Jacke, auch Herr Dr. Müller, Viktor, vielen Dank für die Teilnahme. Falls es noch weitere Fragen im Chat gibt oder auch, liebe Zuschauer, Ihnen im Nachhinein was einfällt, teilen Sie es uns gerne mit, auch im Rahmen der Umfrage, was wir gut gemacht haben, was wir vielleicht noch verbessern können. Ich freue mich riesig, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, mit uns den Vormittag zu verbringen. Und abermals vielen Dank an die Vortragenden, meine Herren. Respekt, eine Online-Konferenz, auch für uns ein Novum, aber in der Qualität abzuhalten, in der Kürze der Vorbereitung, denn diese Situation hat uns alle kalt erwischt, das Unvorgesehene, der schwarze Schwan, aber ich glaube, der Mensch ist ein sehr anpassendes Wesen und kann mit solchen Dingen umgehen. Und das ist letztendlich das, was wir heute auch getan haben. Also vielen Dank dafür. Gerne. Auch ich möchte mich recht herzlich bei den Referenten bedanken, dass sie das heute auch möglich machen konnten, auch für ihre Vorbereitungen. Auch Herr Jacke für die Kurzfristigkeit. Nochmal herzlichen Dank dafür. Auch an alle Zuschauer, Teilnehmer, herzlichen Dank, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Also aus meiner Sicht war das heute wieder ein gelungener Tag und ich freue mich schon auf die nachfolgenden Veranstaltungen. Wir hatten jetzt gestern und heute die ersten zwei Sessions unserer allgemeinen Anwendertreffens in diesem Jahr, der Part 3 und 4 sozusagen, also rein rund um die Fahrdynamik und den Reifentest. Da wird es auch wieder eine Veranstaltung geben, aufgeteilt in zwei Sessions, so wie jetzt gestern und heute. Das wird im zweiten Halbjahr stattfinden. Ein konkreter Termin steht noch nicht fest, aber seien Sie versichert, wir werden Ihnen das rechtzeitig zukommen lassen. Und ja, ich freue mich dann schon, wie gesagt, auf die nächsten Veranstaltungen, auch wieder von mir moderiert und mit weiteren spannenden Gästen und Vorträgen.
Jetzt möchte ich die Gelegenheit noch ganz kurz ergreifen. Ich nehme jetzt einfach die Zeit und auf unsere jüngste Pressemitteilung hinweisen. Wir werden mit der Firma Vehico eine Kooperation haben und damit erweitern wir unser Systemansatz, dass wir unsere Systemlösungen dahingehend erweitern und können unseren Kunden noch mehr bei ihren Applikationen unterstützen. Also auch nochmal von meiner Seite her vielen Dank und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank, bleiben Sie gesund. David, Dankeschön. Ich muss mich noch ganz herzlich beim Team bedanken, beim Team, das im Hintergrund all die technischen und organisatorischen Voraussetzungen geschaffen hat, also unser Marketing-Team und auch die Frau Goldbecker, die das im Hintergrund betreut hat. Tolle Arbeit, hat toll alles geklappt. Ja, das war's. Die zweite Session des Anwendertreffens, das war's mit Betriebsfestigkeiten heute. Liebe Zuschauer, ich verabschiede mich. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bleiben oder werden Sie gesund und machen Sie es gut. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.